Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute geht es weiter mit meiner Videoreihe Makeup Inspired by Wings Club und zwar dreht sich heute alles um Flora und Musa. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um mich zu supporten und aktiviert das Glöckchen, um nichts mehr zu verpassen. Und folgt mir auf jeden Fall auch auf Instagram und TikTok für mehr Make-up-Content. Wir starten mit Flora und zwar indem ich ganz einfach meine Augenbrauen wie immer nachzeichne. Dabei starte ich mit meinem Augenbrauenstift, indem ich meine Augenbrauen umrande und fülle sie dann mit Pomade aus. Dann fixiere ich meine Augenbrauenhärchen mit einem transparenten Augenbrauengel. Für die Eyeshadow Base und zum Korrigieren meiner Augenbrauen nehme ich wieder meinen Eye Primer von Anastasia Beverly Hills. Und dann starte ich mit dem Augen-Make-up. Für die Transition Color nehme ich ein Rosa. Und im Außenwinkel verstärke ich das Rosa mit einem Pink. Das blende ich noch bis über meine Schläfen aus. Mit einem dunkleren Pink intensiviere ich nochmal meine Crease. Dann säubere ich die Crease mit einem Wattestäbchen und cutte sie wieder mit meinem Eye Primer von ABH. Dann nehme ich einen grünen Lidschatten für den Innenwinkel und setze ein grünes Glitter auf die Mitte meines beweglichen Lides. Mit einem hautfarbenen Eyeshadow lasse ich das Grün etwas ausfaden. Dann setze ich mit verschiedenen bunten Eyelinern kleine zarte Blumen direkt auf meine Cut Crease. Dafür mache ich mit einem gelben Eyeliner die Blütenköpfe und mit anderen Farben setze ich ringsherum Punkte für die Blütenblätter. Mit einem schwarzen Eyeliner versuche ich, mein Auge optisch zu verlängern, da Flora ja auch sehr schmale Augen hat. Mit einem dunkelgrünen Kajalstift intensiviere ich meine obere Wasserlinie und gebe mir einen hellrosanen Kajal auf meine untere Wasserlinie. Dann prime ich mein Gesicht mit dem Jelly Primer von NYX. Und dann gebe ich meine Zoeva Foundation drüber und habe in dem Moment auch realisiert, dass die fast alle ist. Zurzeit verblende ich meine Foundation gerne mit einem Pinsel und arbeite sie mit einem Schwamm dann nochmal ein. Dann benutze ich meinen Concealer von e.l.f. Cosmetics und puder alles mit meinem Laura Mercier Translucent Puder ab. Konturieren tue ich mit dem Vitamin C Bronzer von Müslin. Ich habe diesmal auch eine dunklere Farbe zum Konturieren und Bronzen gewählt, weil Flora ja eigentlich eine Latina ist und somit ein bisschen gebräunter als der Rest. Zusätzlich gebe ich dann nochmal einen Bronzer von Make-up Factory drüber. Und beim Blush nehme ich ein etwas koralligeres, orangeneres Blush von Anastasia Beverly Hills. Als Highlighter nehme ich auch eine bronzigere Farbe, wenn man das so sagen kann.
Und da Flora ja so eine süße, liebevolle Person ist, dachte ich, dass Sommersprossen bei ihr auf jeden Fall passen würden. Als Facepaint wollte ich bei Flora ein bisschen was Dezenteres machen, weil sie ja auch eher etwas introvertiert ist. Also habe ich mich für eine Rankenkrone entschieden, die ich mir auf die Stirn male, mit ein paar Blüten dazwischen. Um das Ganze abzurunden, dachte ich, klebe ich mir in die Mitte von der Blütenrankenkrone noch einen Edelstein. Dann geht's ans Wimperntuschen und dann an die Lippen. Dafür nehme ich ein eher helleres Rosa, weil Flora in der Zeichentrickserie auch eher so hellrosane Lippen immer hat. Um die Mitte meiner Lippen noch etwas zu intensivieren, dass es nicht komplett lost aussieht, nehme ich noch einen dunkleren Lip Liner und fülle alles mit einem hellrosanen, hell-lilac-farbenen Lippenstift aus. Damit es schön juicy wird, mache ich noch ein Lippenöl drüber. Zum Schluss klebe ich mir noch Wimpern von NYX auf. Dann wieder eine Perücke von Shein aufgesetzt und fertig ist der Look von Flora. Ich habe es ja komplett gefühlt, ich liebe diese Perücke so unendlich, ich finde, es steht mir so gut. Und wenn ihr bis hierhin mitgeschaut habt, dann schreibt auf jeden Fall Flora, die Fee der Natur und Pflanzen, in die Kommentare. Mal schauen, wer von euch auch wirklich so lange dran bleibt. Und weiter geht's mit Musa. Dafür habe ich mir sowohl im Hintergrund als auch bei den Klamotten was Rotes ausgesucht, weil sie das ja am Anfang immer sehr getragen hat. Und die passenden Ohrringe dürfen natürlich nicht fehlen. Mit einem Felt-Tip-Liner mache ich mir zuerst meine Augenbrauen in der Farbe Ebony, also etwas dunkler als normal. Und intensiviere diese nochmal mit einem Augenbrauenpuder, was eher gräulich, kühl und dunkler ist. Dann wird wieder mit Augenbrauengel fixiert und mit dem Eye Primer von Anastasia Beverly Hills korrigiert. Mit einem dunkelroten Lip Liner habe ich mir schon mal meine Eyeshadow-Form ungefähr vorgezeichnet. Und dann fülle ich die beiden Teile mit rotem Eyeshadow aus. Außen eher dunklere Töne und nach innen heller werdend. Ich finde, somit bekommt das Augen-Make-up auch einfach ein bisschen mehr Dimension. In die Mitte meines Lides blende ich einen hautfarbenen Eyeshadow. Das hat dann so ein bisschen was von Halo Eye und sieht irgendwie auch ganz cool aus. Mit einem weinroten Kajalstift verdichte ich meinen Wimpernkranz. Und da Musa in ihren späteren Verwandlungen ja auch immer ein bisschen Blau mit drin hat, mache ich noch blauen Eyeliner um den Eyeshadow rundherum. Dann mache ich wieder einen länglichen schwarzen Eyeliner. Musa ist ja in der Zeichentrickserie Asiatin und ich habe versucht, diesen asiatischen Touch auch gerade mit diesen in die Länge ziehen so ein bisschen aufzufangen. Und nein, ich versuche an dieser Stelle nicht rassistisch zu sein. Ich möchte einfach nur so nah wie möglich an die Figuren rankommen. Dankeschön.
Das muss man ja heutzutage leider immer mit dazu sagen, bevor sich irgendjemand getriggert fühlt. Dann nehme ich mir einen weißen Eyeliner und versuche das Face Paint auf meiner Wange schon mal so ein bisschen vorzuzeichnen. Und dann mache ich erstmal mit dem Rest meines Gesichts weiter. Dafür verwende ich den Professional Hydro Primer von Benefit und meine neue Foundation von Urban Decay, die Hydromaniac Foundation, die ich endlich in meiner Farbe ergattern konnte, nachdem meine letzte Foundation von Zoe Eva ja alle gegangen ist. Dann blende ich wie gewohnt meinen Elf Concealer ein. Und pudere alles mit meinem Banana Light Powder von Revolution ab. Mit einem schwarzen Eyeliner zeichne ich schon mal die Noten nach. Und umrande diese mit einem pinken Eyeliner. Und mit einem hellblauen Eyeliner outline ich die Disco-Kugel. Dann trage ich auf die Lücken in der Disco-Kugel einen Glitter-Primer auf. Und natürlich auch Glitter, weil das wäre eine Disco-Kugel ohne Glitter. Dann habe ich mit verschiedenen glänzenden Eyeshadows versucht, um die Disco-Kugel drumherum so einen Schein zu schminken. Und habe das dann quasi mit weißem Eyeliner nochmal intensiviert und verdeutlicht. Dann konturiere ich mein Gesicht ganz normal mit dem Hoola Light Bronzer von Benefit. Und gebe ein etwas röteres Rouge auf meine Wangen, passend zum Hintergrund und zum Shirt. Und highlighte mit meinem Affection Highlighter von Laura Mercier. Werden wieder ganz normal die Wimpern getuscht und ich conceale nochmal ein bisschen meine Lippen. Für die Lippen wollte ich einen eher ombre-mäßigen Look haben, weil das ja auch schon eher so typisch asiatisch ist. Dafür habe ich roten Lippenstift auf die Innenseite meiner Lippen gegeben und habe versucht, das nach außen hin so ein bisschen auszublenden, dass es sehr soft aussieht. Und zum Schluss gebe ich wieder ein durchsichtiges Gloss drauf. Dann klebe ich mir diesmal etwas dezentere Wimpern auf und wieder eine Shein-Perücke aufgesetzt und fertig ist der Muser-Look. Ich denke, ich bin nicht mit dem Gedanken allein, wenn ich sage, dass mir schwarze Haare absolut nicht stehen. Und das war's mit meinem Video mit inspirierten Make-up-Looks von Flora und Muser von Wings Club. Wenn ihr bis jetzt zugeschaut habt, dann schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welcher Look euch besser gefallen hat, der von Flora oder der von Muser.
Mir würde es sehr helfen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, fleißig kommentiert, meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um mich zu supporten, die Glocke aktiviert und ja, auf Instagram und TikTok könnt ihr mir natürlich auch folgen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!